Achte Rauhnacht, der erste Neujahrstag. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Ätherische Öle, die dich heute besonders unterstützen, sind Build Your Dream, die Pfefferminze, Cassia-Zimt, Zimtrinde, Ingwer, Rose, Zitronengras, Lavendel, Rosmarin und der Weihrauch. Heute ist der Geburtstag des neuen Jahres. Ein neues Jahr wird geboren. In deiner Essenz verwurzelt zu sein, das ist die Basis dafür, dass auch das Neue kommen kann. Gehe also heute in dich und frag dich, was möchte heute geboren werden? Was sind deine wahren Wünsche, Ziele und Träume für das kommende Jahr? Wir haben ja bei uns in der Kultur die Angewohnheit, an Silvester und ganz besonders heute am ersten Neujahrstag Glückssymbole zu verschenken. Speziell was andere Menschen betrifft. Ich komme gleich noch dazu, was du heute für dich selber tun kannst, aber ich möchte dir nur kurz ein bisschen erzählen vom Hintergrund der verschiedenen Glückssymbole, die wir so verschenken. Ich finde das für mich immer sehr hilfreich, wenn ich die wahre Bedeutung von etwas verstehe und wenn ich verstehe, woher es kommt. Der Fliegenpilz zum Beispiel ist ein uraltes schamanisches Glückssymbol. Er wächst gerne in Gesellschaft der Birke, die als Schamanenbaum die verschiedenen Seinsebenen verband. Er soll aus dem Speichel des Schimmels Sleipnir entstanden sein, der den schamanischen Gott Wotan durch die Rauhnächte trägt. Der Fliegenpilz ermöglichte das Reisen in andere Realitäten. Er führte in die Totenwelt und auf dem Pfad ins Reich der Naturwesen. Der Pilz brachte das Glück der Bewusstseinsöffnung und der Wahrnehmung anderer Seinsebenen. Der Reisende wurde mit Erkenntnissen beschenkt und trug den Reichtum neuer Erfahrungen nach Hause. Wenn du also jemandem einen Fliegenpilz schenkst oder vielleicht auch von jemandem einen Fliegenpilz, einen Glückspilz bekommst, führ dir diese kleine Botschaft, diese kleine Bedeutung des Fliegenpilzes nochmal vor Augen. Was ja auch gerne verschenkt wird und als Symbol fürs neue Jahr, für Glück gilt, ist der Rauchfangkehrer. Der glücksbringende Rauchfangkehrer hat seine Wurzeln in den Tiefen der vorchristlichen Zeit. In den geweihten Nächten war es wichtig, den guten Geistern über den Eingang des Schornsteins Zutritt zum Haus zu gewähren. Um ihnen den Weg zu ebnen und die bösen, im Ruß festsitzenden Wesenheiten zu bannen, wurde der Rauchfang mittels Stechpalmenzweigen blitzblank geputzt. Noch heute nimmt der gute Geist des Weihnachtsmannes den Weg über den Geistereingang ins Haus, um seine Gaben zu bringen. Im Mittelalter lag das Glück der Hausbewohner ebenfalls in den Händen des Rauchfangkehrers. Verrußte Kamine führten häufig zu Bränden, die die aus Holz erbauten Häuser ganzer Dörfer und Städte binnen kürzester Zeit mühelos zerstörten. Ein anderes Glückssymbol ist natürlich das Marzipanschwein, das Glücksschwein. Das ist der süße Nachfolger des Julebers, des Symbols des germanischen Gottes Freyr. Die goldenen Borsten des Ebers durchdringen die Dunkelheit der Weihnächte, wenn er das stillstehende Jahresrad kraftvoll anschiebt, damit ein neuer Zyklus beginnen kann. Das Schwein war das Lieblingstier unserer Ahnen. Das dürfte spätestens seit Obelix und seiner Vorliebe für Wildschweinbraten jedem bekannt sein. Die große Erdgöttin selbst soll sich immer wieder in Gestalt einer Sau gezeigt haben. Schweine waren und sind bis heute Symbole für Fruchtbarkeit und die nährende Güte der mütterlichen Gottheit. Derjenige, der viel Schwein wünscht, meint damit Glück, Lebensfreude und Wohlstand. Das vierklettrige Blee darf natürlich auch nicht fehlen. Der heilige St. Patrick erwählte den dreiblättrigen Klee zu Zeiten des frühen Christentums zum Nationalsymbol Irlands. Damit übernahm der irische Missionar die Wertschätzung der keltischen Druiden für die kleine Pflanze in den neuen Glauben. Die heilige Zahl 3 prägte dieses Pflanzenwesen, welches ein mächtiger Verbündeter gegen dunkle Kräfte war. Die Dreiheit ist sehr super spannend, das finden wir in sehr vielen Religionen, sehr vielen spirituellen Traditionen als Schützende, als Heilende, als Kraft, die allem zugrunde liegt. Im Christentum kennen wir das ja von Jesus Christus, Gott Vater und dem Heiligen Geist beispielsweise.
Wie viel mehr Schutz musste doch das selten vorkommende vierblättrige Kleeblatt bieten? Das rare Exemplar ist nicht nur ein Bollwerk gegen Zauber jeglicher Art, sondern verleiht zudem noch Hellsichtigkeit. Allerdings muss es auch erstmal gefunden werden und ohne gesucht zu werden, ist das gar nicht so leicht. Es muss also ein Geschenk sein. Und natürlich haben wir auch noch den Glücksgroschen, wie wir das früher in Österreich genannt haben, oder den Glückscent heutzutage. Die kleine kupferne Münze verspricht Großes. Sicher in der Geldbörse verwahrt, soll sie dafür sorgen, dass man das ganze Jahr über keine finanziellen Sorgen hat. Da Kupfer der Venus zugeordnet ist, fördert der Glücksgroschen darüber hinaus die Liebesfähigkeit und schützt vor bösem Zauber. Ein anderes ganz, ganz typisches Glückssymbol, das wir gerne jetzt in dieser Zeit des Jahres verschenken und auch geschenkt bekommen, ist das Marienkäferchen. Seit dem Mittelalter ist der Glückskäfer mit dem roten Gewand und den deutlich sichtbaren 7 Punkten der Gottesmutter Maria geweiht. Er gilt als Himmelsbote, der über die Zahl 7 auf besondere Weise mit dem Kosmos und der Energie der 7 Planeten verbunden war, die nach Meinung der alten Sternenkundigen alles Leben mit ihren Kräften durchdringen und prägen. Die Zahl 7 gilt als Glückszahl, mit deren Hilfe man Unglück abwenden kann. Fügt man dem Marienkäfer ein Leid zu oder tötet ihn womöglich sogar, so bringt dies großes Unglück. Und last but not least, das Hufeisen. Unsere keltischen Ahnen verehrten das Pferd als Überbringer der göttlichen Weisheit. Auch in vielen anderen Kulturen hatten die edlen Tiere einen sehr, sehr hohen Stellenwert, wenn nicht gar kultischen Status. Sie waren ein Symbol für Kraft, Weissagung und Magie. Die Kriegsführung erhielt durch den Einsatz von Pferden neue Möglichkeiten. Mit Hufeisen wurden die wertvollen Tiere bestmöglich vor Lahmheiten geschützt, um im Krieg und Postwesen lange einsatzfähig zu sein. Eisen galt als Metall mit hoher Schutzwirkung. Schmiede hatten in der Gemeinschaft eine angesehene Stellung, entrissen sie doch mit ihrer Zauberkraft das Metall der Erde, bändigten es und zwangen es in die gewünschte Form. Wenn das Hufeisen ein Pferd schützte, so bedeutete es doch bestimmt auch für den Menschen Glück und Schutz. Nur ein gefundenes Hufeisen bringt allerdings Glück. Diejenigen, die man in den dunklen Wintertagen der Weihnächte findet, stammen von den Pferden der wilden Jagd. Sie schützen vor Macht des tobenden Geisterzugs, der das Land mit gespenstischem Chaos überzieht. Ätherische Öle, die dich heute ganz besonders unterstützen können, ist Build Your Dream. Unsere Mischung, unsere Ölemischung, die du schon von gestern kennst, die speziell dazu gemacht ist, um deine Träume auf den Boden zu bringen, um deine Träume zu bauen. Die Pfefferminze, sie bringt Klarheit, sie bringt Frische und das ist genau das, was man einen Neujahrstag braucht, um gleich dich richtig auszurichten. Du weißt ja bestimmt, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das heißt, die Gewohnheiten, die du dir beginnst, die tragen dich durchs Leben. Und du kannst dir förderliche Gewohnheiten zulegen oder Gewohnheiten, die nicht so förderlich sind. Und wenn du gleich jetzt im neuen Jahr deine Gewohnheiten setzt, damit sie dich in einen Alltag und in einen, auf einen Weg bringen, auf einen Pfad bringen, der dazu führen wird, dass du deine Ziele erreichst, umso besser. Da sparst du dir ganz, ganz, ganz viel Ärger und Trauer und Enttäuschung und sonst was. Nur ein kleines Beispiel, wenn du zum Beispiel Gewicht verlieren möchtest, angenommen, oder du möchtest fit werden wieder. Und angenommen, du setzt dir das Ziel, ich gehe jetzt jeden Tag laufen. Wenn du gleich heute damit beginnst und das jetzt jeden Tag für 21 Tage einfach mal knallhart durchziehst, du wirst sehen, es wird immer leichter fallen und schon in 1-2 Monaten wird es komisch sein, wenn du mal einen Tag nicht laufen gehst. Also ganz, ganz wichtig, gleich frisch sein, gleich auch mit Disziplin war das Wort, genau, gleich deine täglichen Gewohnheiten umsetzen und zwar von heute an. Kassia-Zimt und Zimtrinde, Ingwer und auch natürlich die Nelke und auch das Thieves, die Ölemischung, die haben die Feuerenergie. Und da werde ich dir gleich später in ein paar Minuten noch mehr darüber erzählen, warum die so wichtig sind.
Auch Rose, Zitronengras, ganz, ganz toll. Rosenblüten erfüllen das Haus, dein Herz mit Liebe und Güte. Und was könnte es Besseres geben, als in dieser Energie in den Tag, in das neue Jahr zu starten? Zitronengras stößt das Tor zur Lebensfreude auf, sagt man. Lavendel erführt in die erfrischende Stille eines ruhigen Geistes. Das wirst du gleich später bei unserer heutigen Meditation brauchen können. Rosmarin hilft dir, mit seinen Feuerimpulsen auf allen Ebenen in Bewegung zu kommen. Und der Weihrauch, den hast du jetzt schon kennengelernt, die Tage, öffnet das Bewusstsein für die feinstofflichen Ebenen und hüllt, auch er hüllt das Haus in einen goldenen Segensstrom, in ein goldenes Segenslicht. Heute ist also der Geburtstag des neuen Jahres. Ein neues Jahr wird geboren. In deiner Essenz verwurzelt zu sein, das ist die Basis dafür, dass auch das Neue kommen kann. Und um in diese Basis gut zu kommen, werden wir uns jetzt der Frage hinwenden, was sind deine wahren Wünsche, Ziele und Träume für das Jahr? Das haben wir jetzt in den letzten Tagen schon intensiv immer wieder erforscht und immer wieder herausgefunden und aufgeschrieben. Das hast du ja jetzt aufgeschrieben aus den letzten Tagen. Und heute ist jetzt der Moment gekommen, wo du das in ein wirklich umsetzbares Skript, in einen umsetzbaren Plan bringst. Nimm dir also bitte dein Tagebuch, gib gerne jedem Monat eine Seite oder eine halbe Seite, je nachdem wie groß dein Buch ist und schreib immer überall drüber den Namen des Monats, also Januar oder Februar, März, April und so weiter. Dann brauchst du also erstens geht es darum, mein Öl des Monats. Suche dir bitte für jeden Monat ein ätherisches Öl aus, was dich intensiv begleiten soll. Du hast ja jetzt einige der ätherischen Öle aus den Rauhnächten kennengelernt. Ich weiß, ich habe dir noch nicht allzu viel Info dazu gegeben, aber das werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall nochmal nachholen. Ich habe auch hier heute, in dem heutigen Tag, unten findest du mein Skript zu den ätherischen Ölen und wie sie mit den Sternzeichen zusammenhängen. Nimm dir also auch gern dieses Skript zur Inspiration. Es ist unglaublich tiefgehend und transformativ, wenn du einen Monat ein Öl einfach mal machst. Natürlich kannst du auch andere Öle anwenden, gar keine Frage, aber dieses eine Öl, da geht es darum, das richtig intensiv anzuwenden und zwar täglich und zwar mehrmals täglich, so dass es idealerweise nach diesem einen Monat leer ist. Wenn du dies tust, wirst du dich auf eine ganz neue, viel tiefere Ebene mit der Essenz des ätherischen Öls verbinden. Es ist eine wundervolle Erfahrung, in dieser Ebene mit dem Öl in Kontakt zu kommen. Schreib also, der erste Punkt ist mein Öl des Monats. Und es gibt ja verschiedenste Ansätze, nach was du deine Öle aussuchen kannst. Auch da werde ich die nächsten Tage eben nochmal immer auch drauf eingehen. Aber schreib es einfach mal auf und wenn du schon was weißt, dann schreib es auch gerne hin. Dann kommen deine 7 Ziele, die du in jedem Monat einfach so ein bisschen mitnimmst, ein bisschen mitbedenkst. Und zwar ist es erstens körperlich. Was ist dein körperliches Ziel des Monats? Es könnte zum Beispiel sein, jetzt im Januar, ich hatte so viele Kekse, so viele leckere Sachen über Weihnachten, mein Darm, meine Verdauung, ja, das ist nicht mehr das, was es einmal war. Also ist mein Ziel jetzt im Monat, jetzt im Januar, kümmere ich mich so richtig gut um meinen Darm. Das heißt, was habe ich dafür zu tun? Ich kaufe mir vielleicht ein Buch über Darmgesundheit. Ich schaue mir vielleicht Videos dazu an. Vielleicht kaufe ich mir einen Online-Kurs. Ich mache eine Darmreinigung. Ich recherchiere, welche ätherische Öle, welche Nahrungsergänzungen, welche Kräuter, welche Tees, welche Ernährung, also welche Nahrungsmittel unterstützen und pflegen meinen Darm. Das heißt, das ist jetzt mein Monat des Darms. Vielleicht ist dann im Februar Zeit für die Leber. Oder für die Haut. Oder vielleicht geht es darum, dass du wieder richtig fit werden möchtest. Oder du merkst, boah, du hast jetzt schon jahrelang nicht mehr wirklich gedehnt. Du merkst schon, wie alles steif wird und du fühlst dich einfach nicht mehr wohl. Und das geht ja gar nicht so. Das ändert sich jetzt. Das heißt, du machst dann ja einen Monat des Yoga oder des Dehnens oder des Sport, was auch immer. Schreib es dir so konkret wie möglich auf. Und dazu möchte ich dir noch ganz kurz erzählen. Ich war jetzt vor Silvester noch bei meiner Oma zu Besuch und ich liebe meine Oma wirklich heiß. Das ist, die ist ganz, ganz wichtig für mich. Die ist jetzt bald 80 und, also 78.
Ja, und die ist schon echt klein geworden und so gekrümmt. Und ich kenne jetzt halt aus meinem Leben Menschen, die gleich alt oder sogar älter sind, die aber Dinge machen wie Tai Chi, die Dinge machen wie Qigong, wie eine Kampfsportart oder Tänzer sind. Menschen, die intensiv ein Leben lang mit ihrem Körper trainieren und üben, die werden nicht kleiner, die werden nicht gebeugt und steif und haben überall Schmerzen. Natürlich wird der Körper alt, keine Frage. Und Dinge fangen weniger an zu funktionieren und so weiter. Aber wenn du gut auf dich acht gibst, wenn du deinen Körper gut nährst, wenn du ihn pflegst, wenn du ihn stärkst, wenn du ihn täglich aufrichtest, es muss nicht so sein, wie das viele alte Menschen in unserer Gesellschaft es uns momentan vorleben. Es ist nicht nötig. Überleg dir also, wie möchtest du alt werden, wie möchtest du dich in deinem Körper fühlen und was ist jetzt von dem jetzigen Moment, Standpunkt aus gesehen der erste Schritt dazu? Dann emotional. Wie möchtest du dich emotional fühlen? Möglicherweise hast du in letzter Zeit viel mit Eifersucht zu tun gehabt. Dann sagst du dir, okay, ich möchte diese Eifersucht überwinden. Das ist mein emotionales Ziel für den Monat Januar. Dann findest du heraus, okay, mit welchen ätherischen Ölen, welche emotionale Erklärungen gibt es für Eifersucht? Okay, vielleicht kannst du dir ein Buch kaufen über Eifersucht. Vielleicht kannst du dir einen Film dazu anschauen. Vielleicht, möglicherweise, machst du dir sogar ein paar Treffen mit einem Psychologen, mit einer Therapeutin aus, wo du mal das Thema so ein bisschen beleuchtest. Du gehst also dieses eine Thema an. Dann gibt es das dritte Ziel, ist dein geistiges Ziel, dein mentales Ziel. Mit was möchtest du jetzt im Januar deinen Geist, deine Gedanken nähren? Welche Bücher möchtest du lesen? Möchtest du ins Theater gehen? Möchtest du ins Konzert gehen? Möchtest du in eine Ausstellung gehen? Es ist so wichtig, mit was wir unseren Geist, unseren Verstand nähren und was wir ihm zufügen. Und was ist da dein Ziel für den Januar? Dein spirituelles Ziel. Was ist dein spirituelles Ziel jetzt im Januar? Möchtest du täglich eine halbe Stunde meditieren? Möchtest du das Tao Te Ching oder die Bibel endlich wieder mal richtig intensiv lesen, jeden Tag eine halbe Stunde eintauchen? Möchtest du wieder mal in die Kirche gehen? Möchtest du dich, was auch immer dir da kommt, da gibt es eine unglaubliche Bandbreite an Dingen, die du tun kannst. Möchtest du mit den Bibelölen einen Monat verbringen? Wobei die gehören dann eigentlich schon wieder zum Öl des Monats, wobei die können sich natürlich auch verbinden. Arbeit, Karriere. Möchtest du eine Fortbildung machen? Möchtest du eine neue Fähigkeit meistern, die du da einbringen kannst? Möchtest du vielleicht was Neues starten? Vielleicht eine neue Ausbildung? Was hast du da jetzt in den letzten Tagen über dich herausgefunden? Wie schaut es bei dir aus bei Arbeit, Karriere? Wo liegt der erste Schritt? Und was ist der erste Schritt zu diesem nächsten Schritt in deiner Arbeit und deiner Karriere? Dann sechstens, Familie, Freunde. Was sind deine Ziele für Familie und Freunde? Möchtest du den Kontakt zu gewissen Familienmitgliedern oder Freunden wieder vertiefen und intensivieren? Ein Ziel könnte zum Beispiel sein, du möchtest einmal die Woche mit einem deiner Freunde auf einen Kaffee gehen, du möchtest sie auf einen Kaffee einladen. Oder du nimmst dir vor, jeden Tag, diese 30 Tage lang, jeden Tag, an deine Freunde von früher etwas Kleines, Nettes zu schicken. Es kann eine Karte sein, es kann eine nächste Textnachricht sein, eine nette E-Mail oder ein kleiner Anruf. Was kannst du jetzt im Januar tun? Was möchtest du jetzt im Januar tun für deinen Lebensbereich Familie, Freunde? Und last but not least, Spaß. Ganz, ganz wichtig, dass du diesen Bereich deines Lebens mit dazu nimmst. Und ich mache das bei mir gerne so. Spaß bedeutet für mich auch immer so ein Hauch Abenteuer. Das kann bei dir ganz anders sein. Bei mir ist das mit einem Hauch Abenteuer verbunden. Und ich persönlich habe für mich das Ziel, jeden Monat etwas Neues zu tun. Etwas zu tun, was ich noch nie gemacht habe. Damit immer diese Neuigkeit, diese Neuheit in meinem Leben bringt und ich nie so alt und vergrämt werde, wie es gewisse Menschen sind. Das möchte ich auf keinen Fall. Deswegen habe ich mir vorgenommen, mindestens einmal im Monat, das schaffe ich auch, etwas tun, was ich noch nie getan habe. Und das ist meistens auch mit Spaß verbunden. Deswegen verbinde ich die beiden gerne. Also überleg dir jetzt im Januar, was machst du für deinen Spaßfaktor in deinem Leben, für deine Freude, für dich? Und lässt es sich nicht vielleicht sogar kombinieren mit etwas, was du noch nie gemacht hast? Ich habe dir hier in meinem Skript einen kleinen Vorschlag reingeschrieben, wie das bei mir so ungefähr ausschaut.
Ehrlich gesagt, letztes Jahr hat es so ausgeschaut, das ist mein Plan von letzten Jahr. Bei dir kann das ganz anders ausschauen, aber so kriegst du vielleicht eine Idee nochmal besser, wie du deinen Plan gestalten kannst. Ich weiß, es ist sehr viel Arbeit und wenn du heute nicht die Zeit haben solltest, beginne aber auf jeden Fall heute mit dem Januar. Vielleicht sogar schaffst du noch den Februar, den März und in den nächsten Tagen ergänze das dann, damit bis zum Ende der Rauhnächte du wirklich dein gesamtes Jahr den quasi den Blueprint gelegt hast. Die achte Rauhnacht steht symbolisch für den Monat August. Die Erde schüttet ihr Füllhorn über uns aus. Das Feuerelement ist in diesen Tagen ganz besonders stark und präsent und entladet sich gerne in hochsommerlichen Gewittern. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich liebe diese Gewitter. Die sind powerful, die sind kraftvoll. Es ist volle, volle Power. Die kraftvolle Sonne schenkt den Pflanzen, den Früchten ganz besonders und natürlich auch den Beeren und den Kräutern ihre Süße, ihre Lebenskraft. Die Pflanzen speichern dieses Licht in sich und diese Wärme, dieses Sonnenlicht und bringen es dann durch ihren Duft, durch ihre Süße, ihren Geschmack in den kalten, langen Wintermonaten wieder zu uns. Und das ist das, was ich am Anfang dir gesagt habe, um mit dieser Feuerkraft in Verbindung zu kommen. Nimm dir einen Tropfen Zimtrinde, Cassia-Zimt, Live with Passion oder halt auch Öle wie Nelke oder Thieves. Halte mal kurz inne, nimm dir einen Tropfen, inhaliere ihn, nimm dir wirklich 1, 2 Minuten Zeit und spüre diese Feuerenergie in dir. Spüre ihr nach. Sie ist deine Tatkraft, sie ist dein Durchsetzungsvermögen, sie ist dein Selbstvertrauen, dein Mut und deine Willenskraft. Die Feuerenergie hilft dir, Grenzen zu ziehen, auch mal Nein zu sagen und Entscheidungen zu treffen. Alles ganz, ganz wichtige Fähigkeiten und Qualitäten, die du brauchst, um jetzt mit diesem neuen Jahr, mit neuer Energie, neuer Inspiration und Freude das neue Jahr in Angriff zu nehmen. Und auch die Dinge, die du dir vorgenommen hast, von denen du träumst, mach sie, lass sie Wirklichkeit werden. Welche Hinweise hast du in dieser Rauhnacht erhalten, die mit diesen Qualitäten etwas zu tun haben? Mit der Tatkraft, mit dem Durchsetzungsvermögen, mit deinem Selbstvertrauen, mit deinem Mut, mit deinem Willenskraft, mit dem Feuer in dir. Wenn du deine Pläne und Vorhaben im neuen Jahr umsetzen möchtest, dann brauchst du diese Energie. Die heutige Rauhnacht steht unter dem Schutz der Göttin Nut. Göttin Nut ist der Raum zwischen den Sternen, das Wasser des Lebens, der unendliche Strom der Schöpfungsenergie strömt aus ihren Krügen in den Teich, in das Unbewusste und in das Bewusste auf die Erde. Es ist ein konstanter, ein ständiger Strom der Gnade und der Segnung. Ihre Energie, ihr Segen senkt sich auf alles Leben, so wie auch der Regen, wenn es herunterregnet, alles Lebende segnet. Da macht keinen Unterschied, bei dem Baum ein bisschen mehr, bei der Blume ein bisschen weniger, weil die ist eher so klein. Nee, der kommt einfach runter und jeder, der möchte, darf nach Herzenslust den Segen und die lebensspendenden Kräfte des Regens aufnehmen. Und so ist das auch mit Nut. Aspekte von Nuit sind Hoffnung, Glück, Träume, Visionen, Meditation, Zuversicht und dem inneren Leitstern folgen. Und heute zum Abschluss möchte ich dir in eine kleine Meditation führen, wo es genau darum geht, mit deinem inneren Leitstern dich zu verbinden. Der Stern, das ist das Symbol der höchsten Spiritualität. Er gibt deinem Wirken Schutz und Heilung. Nut verbindet mit einer Brücke aus kosmischer Energie, die Liebe und Weisheit der Seele zu einer fruchtbaren Einheit. Nach dem Abwerfen und Loslassen aller Bürden und Lasten, welche deinen Lebensweg im alten Jahr möglicherweise verdunkelt hatten, kannst du nun ein neues Kapitel aufschlagen. Mit Nut und der Energie der Sterne senkt sich tiefe Ruhe in dein Herz. In dieser Ruhe kannst du deine Zukunftspläne schmieden sowie deiner Vision folgen. Zum Abschluss, wie schon versprochen, eine kleine Reise zur Göttin Nut, zu der Kraft der Sterne. Schreibe dir bitte ein ganz besonderes Anliegen auf, eine Frage oder ein Thema, welches dich in deinem Leben gerade sehr beschäftigt, welches gerade sehr präsent und aktuell ist. Nimm dir ausreichend Zeit für diese Begegnung hier gleich.
mit deinem inneren Stern. Mach es dir bequem und sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Build your dream, Weihrauch oder auch die Pfefferminze. Im Diffuser können dich in dieser Meditation super unterstützen. Also mach deinen Diffuser an, zünde ein paar Kerzen an, mach es dir gemütlich, sitze entspannt, aber aufrecht. Und mache gerne diese Aufnahme hier wieder an, wenn du bereit bist. Dann kann ich dich da durchführen. Setze dich also aufrecht hin. Spüre deine Wirbelsäule, wie sie sich mit deinem Kopf verbindet. Spüre deine Beine, wie sie am unteren Ende der Wirbelsäule abgehen. Spüre deine Schultern, wie sie entspannt zur Seite hängen. Und fühle deinen Atem immer ruhiger, immer tiefer werden. Atme ein durch die Nase und aus durch den Mund. Fühle deinen Atem. Und erlaube es ihm, alle Anspannung mit hinfortzunehmen. Schließe dann deine Augen und stelle dir vor, du bist an einem wunderschönen Ort in der Natur. Du sitzt auf einem Felsplateau, hoch über einem grünen, fruchtbaren Tal. Das Licht der Abendsonne taucht die Landschaft vor dir in ein sanftes, goldenes Licht. Du fühlst Liebe, Dankbarkeit und Freude darüber, dass du Zeuge dieses wundervollen Farbenspiels vor dir sein darfst. Und während die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, breitet die Nacht sachte ihre Schwingen aus. Sie atmet alle Mühsal, alle Hektik des Tages einfach hinfort. Tiefe Ruhe senkt sich über das Land. Über dir und rund um dich herum wölbt sich der mit Sternen übersäte Nachthimmel. Du fühlst dich leicht, glücklich und geborgen in diesem samtenen Mantel des Firmaments. Du fühlst, du atmest, du nimmst in dir auf die tiefe Ruhe und den Frieden, welcher dich umgibt. Hier erhaschst du einen Hauch der Ewigkeit. Im nachtdunklen Himmel funkeln die Sterne, Millionen und Millionen und Milliarden von ihnen. Stelle dir nun vor, wie du deine Frage, dein Anliegen aus tiefstem Herzen in den nächtlichen Sternenhimmel schreibst. Lasse den Satz kurz am Himmel stehen und lösche ihn dann wieder. Bleibe ruhig sitzen, lausche in die Stille auf die Antworten. Sei offen und achtsam, um sie auch zu vernehmen. Bleibe auf diesem Felsplateau, solange du möchtest, in stummer, inniger Zwiesprache mit den Sternen, mit Nut. Bleib da, solange du möchtest, und wenn du dann bereit bist, kehre zurück auf deinen Meditationsplatz.